Aus eigener Kraft hätte er es nicht geschafft. Aber er weiß, dass er Gott vertrauen kann. Denn Gott ist es, der ihm, August Hermann Francke, die Waisenkinder aufs Herz gelegt hat. Es beginnt mit einigen wenigen Kindern, um die er sich kümmert. Später wird er der Waisenvater vieler. Francke war eine äußerst vielseitige Persönlichkeit, die aber in erster Linie Christ und Theologe war. Sein Lebensziel hat er am Anfang schon ganz klar gekennzeichnet. Er wollte hier einen Pflanzgarten errichten. Die Pflanzen waren die Kinder, Studenten, junge Leute, von dem eine Verbesserung aller Stände in Deutschland, Europa und der ganzen Welt ausgehen sollte. Es war ein utopisches Ziel, aber eine gute Utopie, die auch durchaus viel erreicht hat. Und sein ganz persönliches Ziel hat er kurz vor seinem Tod noch einmal formuliert. Das war, meinen Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Also Francke war nicht nur ein sehr, sehr interessanter Mensch, sondern auch ein sehr facettenreicher Mensch. Er hatte insgesamt drei Berufe, würden wir das heute beschreiben. Er war einerseits Pfarrer hier an einer Kirche in Glaucha. Er war andererseits Universitätsprofessor für Theologie hier an der Universität in Halle. Und er war drittens eben Gründer und Direktor des Halleschen Waisenhauses und der Halleschen Waisenschule und dieser Anstalten der Frankischen Stiftungen. Was sich aber durch alle diese drei Berufe oder durch alle diese drei Rollen durchgezogen hat, das war sein Gottvertrauen, sein Glaube an Gott, sein Glaube daran, dass er etwas Gutes tut, dass er sozusagen Gott mehr in die Welt bringt. Francke war für mich auf jeden Fall erstmal der Begründer der Schulstadt, in der wir jetzt lernen. Für mich war Francke ein Philosoph vorerst und natürlich ein Mann, der eigentlich sehr viel Mut bewiesen hat, dadurch, dass er ein Waisenhaus aufgebaut hat, was es ja so in der Form noch nicht gab in Deutschland. Der 22. März ist der Geburtstag August Hermann Franckes. An diesem Tag im Jahre 1663 erblickt er in Lübeck das Licht der Welt. Er ist der Sohn eines Juristen. Seine Mutter ist die Tochter des einstigen Bürgermeisters der Stadt. Im Alter von 7 Jahren verliert er seinen Vater. Es erscheint dem Jungen bald als Zeitverschwendung, mit den Kindern in seinem Alter zu spielen. Lieber will er Zeit mit seiner Schwester verbringen. Francke hat durch seine Schwester, die älter war als er, auch Anregungen bekommen, sich mit dem bekanntesten Andachtsbuch der Zeit zu befassen, von Johann Arndt, die 4 Bücher vom wahren Christentum. Und dieses verinnerlichte, in manchem auch etwas mystisch-spiritualistische Christentum, was er in der Jugend auf diese Weise kennengelernt hat, hat ihn sicher dann auch später geprägt. Schon früh ist ihm klar, dass er eine theologische Laufbahn einschlagen will. Nach seinem Gymnasialabschluss in Gotha lernt er Latein und Griechisch. Sein Theologiestudium beginnt er bereits mit 16 Jahren in Erfurt. Ein Onkel rät ihm, in Kiel zu studieren. Nach 3 Jahren wechselt er nach Hamburg, wo er Hebräisch lernt. Die Sprache fasziniert ihn so sehr, dass er habilitiert und schließlich sogar zum Professor berufen wird. Zu dieser Zeit lernt er einen Mann kennen, der sein Leben entscheidend prägen wird. Philipp Jakob Spener mit seiner programmatischen Schrift Pia Desideria, die frommen Wünsche, nach denen ja später auch die Pietisten erstmal von anderen so bezeichnet wurden als fromme Leute, von denen war Francke sehr beeinflusst, schon während seines Studiums in Leipzig, da hat er Spener kennengelernt das erste Mal. Von daher kam gewissermaßen diese Überlegungen des Pietismus auf Francke zu. Herr Spener hat ihm klargemacht, dass eben die tätige Nächstenliebe und das gelebte Christentum eben das Wichtige ist, das einen im Leben zu einem guten und glücklichen Leben fortbringt. Um sich für seinen Dienst als Pfarrer vorzubereiten,
beginnt Franke regelmäßig zu predigen. Während seiner Lehrzeit merkt er, dass es sich bei dem Fach Theologie um eine rein theoretische Auseinandersetzung mit Gott handelt. Er hat sich der Wissenschaft verschrieben. Das Gelehrtendasein verspricht ihm ein ruhmvolles Leben. Doch 1687, Franke ist gerade mal 24 Jahre alt, kommt alles anders. Für ihn selber befindet sich oder gibt es da einen gewissen Einschnitt in seinem Leben, dass er eines Tages festgestellt hat, als er in Lüneburg war und eine Predigt halten sollte, dass er merkte, ich habe irgendwas noch nicht, was mir zum wirklichen Glauben fehlt. Und was er da meinte, war etwas Lebendiges. Er wusste, er hat viel studiert, aber es fehlte ihm irgendwie plötzlich etwas. Und er wollte sogar diese Predigt absagen. Und in einem Erlebnis, was er nicht näher erklärt, findet er in der Nacht, vielleicht im Traum, zu einem lebendigen Glauben. Der Bibeltext, über den Franke predigen soll, stammt aus Johannes Kapitel 20, Vers 31. Diese Worte aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Hat er selbst diesen Glauben, von dem in diesem Bibelvers die Rede ist? Dieser neue Gedanke wirft ihn aus der Bahn und lässt ihn nicht mehr los. Nachdem er mehrere Tage in intensivem Gebet verbracht hat, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er nimmt Gott als seinen persönlichen Gott an. Ich stund gar anders gesinnet wieder auf, als ich mich niedergelegt hatte. Denn mit großem Kummer und Zweifel hatte ich meine Knie gebogen, aber mit unaussprechlicher Freude und großer Gewissheit stand ich wieder auf. Da ich mich niederlegte, glaubte ich nicht, dass ein Gott wäre. Da ich aufstand, hätte ich's wohl ohne Furcht und Zweifel mit Vergießung meines Bluts bekräftiget. Franke ist es wichtig, sein neues Glaubensverständnis bekannt zu machen. Seine Sicht auf das Leben hat sich gewandelt. Ein Quäntchen lebendigen Glaubens ist höher zu schätzen als ein Zentner des bloßen geschichtlichen Wissens. Und ein Tropfen wahrer Liebe ist mehr wert als ein ganzes Meer der Wissenschaft aller Geheimnisse. Als er wieder nach Mitteldeutschland kam, hat er bei seiner Arbeit als Pfarrer versucht, diesen lebendigen Glauben in den Gemeinden in der Form zu zeigen und damit auch andere Leute zu überzeugen, dass er das, was wir heute Hauskreise nennen, gründete, Konventikel damals genannt, Bibellesekreise, in denen die Bibel gelesen wurde und im Gespräch ausgelegt wurde, damit jeder die Möglichkeit hat, für sich selbst zu überlegen, wo ist mein Punkt, an dem ich hier meinen Glauben anbringen kann, wie formt sich mein eigener Glaube aus. Christen, die die Bibel als Wort Gottes gefunden haben, sollen sich zusammensetzen und über die Bibel sprechen, sich darüber austauschen.
ohne Rücksicht auf Standesunterschiede. Das war für diese Zeit nahezu revolutionär und auch Frauen durften dabei sein. Auch das war ganz ungewöhnlich. In seinen Vorlesungen spricht Franke jetzt über seinen neuen und lebendigen Glauben. Die Hörsäle platzen aus allen Nähten. Doch während die Studenten ihm nachlaufen, bekommt er von seinen Kollegen Widerstand. Franke verlässt Leipzig. Sein Zufluchtsort wird Halle. In Glaucha, einem Vorort von Halle, arbeitet er als Pfarrer. Durch Philipp Jakob Spener kann Franke wenig später in Halle seine Professur wieder aufnehmen. Diesmal in den Fächern Griechisch und orientalische Sprachen. Was ihn vor Ort am meisten beschäftigt, ist das Elend der verlassenen Kinder, die er täglich auf den Straßen sieht. Als Gemeindepfarrer in Glaucha fing Franke an, eine Suppenküche für Arme zu eröffnen. Das verstand er als eine Umsetzung der biblischen Botschaft, sich um andere zu kümmern. Das sind auch gewissermaßen Wurzeln der Gemeindediakonie, dass sich die Kirchengemeinde wirklich um die Armen kümmert, nicht nur in Form von Kollekten, sondern eben in der Tat ganz persönlich, indem Suppe ausgeteilt wird, dass man sich begegnet, dass sich die, die mehr haben, mit denen, die weniger haben, begegnen und nicht nur mehr oder weniger anonym eine Spende abgeben. Und aus dieser Idee entstand eben dann die Schule. Und über mehrere Schritte hat Franke Geld gesammelt, immer wieder diese Schule erweitert. Und er merkte, ich komme da so nicht weiter. Wenn ich wirklich das im größeren Stil gestalten möchte, brauche ich Unterstützung von anderen. Das, was wir aus seinen Aufzeichnungen wissen, ist wirklich, dass er versuchen wollte, die Menschen zu erreichen. Er hatte ein paar Probleme in seiner Gemeinde, die waren nicht ganz einverstanden mit seiner doch sehr strengen Glaubensauslegung. Und ich denke, er hat irgendwann gemerkt, er ist an die Erwachsenen nicht mehr rangekommen. Er konnte sie nicht erreichen mit dem, was er ihnen mitteilen wollte. An die Kinder hingegen schon. Die waren in seinen Augen noch formbar und eben verbesserbar. Eine großzügige Spende von 4 Talern und 16 Groschen ist es dann, die ihn zu größeren Taten anspornt. Das ist ein ehrlich Kapital. Davon muss man etwas Rechtes stiften. Ich will eine Armenschule damit anfangen. Zur Gründung der Frankischen Stiftung kam es, weil Franke die Not vor allen Dingen der Kinder in dem kleinen Städtchen Glaucha vor den Toren Halles, wo er Pfarrer war, sah und es ihm klar war, dass mit Almosen allein nichts zu erreichen ist, sondern dass die Kinder unter eine ständige Pflege und Erziehung müssen. Und so beschloss er, ein Waisenhaus zu gründen. Anfangs lässt Franke die Kinder von seinen Studenten im Pfarrhaus unterrichten. Doch schon bald reichen die Räume nicht mehr aus. Franke plant einen Neubau. Dazu orientiert er sich am fortschrittlichen Baustil niederländischer Waisenhäuser. Es entsteht ein prachtvolles Gebäude. Der Bibelvers, der Franke in seiner Arbeit als Leitspruch dient, stammt aus Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. In seinen Tagebüchern beschreibt Franke seinen 18 Stunden langen Arbeitstag. Er pflegt viele Briefkontakte, verfasst pädagogische Schriften, kümmert sich um Gemeindemitglieder, hält Vorlesungen an der Universität und trifft sich regelmäßig mit seinen Mitarbeitern. Und immer wieder nimmt er sich Zeit zu persönlichem Bibelstudium und Gebet. In der Schule hat er mit einem sehr straffen Stundenplan dafür gesorgt, dass die Schüler immer beschäftigt waren, von früh bis spät, sodass denen keine Zeit blieb zum Spielen, dass das Laufen und Toben auf dem Gelände untersagt war, dass die Schüler immer unter Aufsicht waren. Der Lindenhof der Frankischen Stiftung war damals eben kein Lindenhof, sondern ein Schulhof ohne Bäume. Die Schüler waren immer unter Aufsicht. Und das, was einerseits seine pädagogischen Bestrebungen da sehr unterstützt hat, eben zu einem tieferen Verständnis des Glaubens zu kommen, hatte andererseits aber eben auch zur Folge, dass
es sowas wie persönliche Freiheit und eigenes Spielen, das eigene Erkunden dabei auf der Strecke blieb. Bis zu seinem Tod im Jahr 1727 beherbergt August Hermann Francke 134 Waisenkinder und unterrichtet mehr als 2200 Kinder. Mit der Zeit umfassen die Frankeschen Stiftungen ganze Wirtschaftsbetriebe, wie eine Druckerei, eine Bäckerei, ein Buchgeschäft, ein Krankenhaus und die sogenannte Waisenhausapotheke. Die preußischen Könige Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. sind der Arbeit wohlgesonnen und verlangen keinerlei Abgaben von seinen Betrieben. Zusätzlich zur Armenschule wird eine Schule eigens für Söhne aus gutgestellten Familien errichtet. Auch für die Mädchen gibt es eine Schule. Die Absolventinnen der Mädchenschule werden die ersten weiblichen Studierenden in Deutschland. Darüber hinaus bildet er Lehrer aus und gründet eine Lateinschule, die Latina. Zu dem intellektuellen Unterricht oder auch dem Religionsunterricht kam dann auch der praktische Unterricht, dass die Kinder in den einzelnen Schulen auch Werkunterricht hatten oder dass sie auch in der Biologiestunde dann in den Pflanzgarten gingen oder in den Apothekergarten, also dann auch in der Praxis gearbeitet haben. Sie haben dann zum Beispiel auch Papier geschöpft oder auch Socken gestrickt und die dann verkauft werden sollten. Also Francke wollte die Kinder auf das Leben, das auf sie wartet, möglichst gut vorbereiten. Naja, er hat ja auf jeden Fall erstmal Leuten Bildung ermöglicht, die das sonst so nicht bekommen hätten. Also er hat ja Waisenkinder unterrichtet und somit ja auch erstmal den Schritt getan, dass für ihn alle Menschen gleichwertig waren. Ja, er hat, wie gesagt, sehr viel versucht, auch Weltoffenheit mit reinzubringen, sehr viel Anschauungsmöglichkeiten zu geben. Und das war sicherlich was ganz Neues in dieser Zeit. Weil so gab es ja sicherlich nur diesen Frontalunterricht, dass der Lehrer sich vorne hinstellt und eben alles erzählt und Informationen weitergibt. Das war sicherlich bei Francke so nicht der Fall. Er hat versucht, mit den Schülern zu arbeiten und sie sicherlich auch dazu zu bewegen, selbst was mit in den Unterricht hineinzubringen. Also ich denke, dass er ihn sehr anschaulich gestaltet hat. Man kann ja einige von diesen Gegenständen, die er benutzt hat, in der Naturalienkammer angucken. Und da war ich auch schon öfter. Da kann man eigentlich sehr viel zu sehen bekommen. Es ist eigentlich, denke ich, gut gestaltet gewesen. Vielleicht sogar teilweise anschaulicher als heute. Ja. August Hermann Francke ist ein Name, der heute nur noch wenigen Menschen bekannt ist. Die meisten kennen ihn in Verbindung mit Schulen, die nach ihm benannt sind. Francke bewirkt noch mehr. Er setzt sich auch für die Mission ein. Aus einer Verbindung des Theologen mit dem dänischen Königshof um Friedrich IV. Entsteht die dänisch-hallische Mission. Sie ist das früheste protestantische Missionsunternehmen
und entsendet als erstes Missionare nach Indien. Zusammen mit Karl Hildebrand von Kanstein gründete er 1710 die Kansteinische Bibelanstalt. Sie ist die älteste Bibelgesellschaft der Welt. Martin Luther ist auch noch zu nennen als wesentlicher Bestandteil auch seiner Theologie. Er hat sich immer ganz, ganz stark auf Luther bezogen und er ist natürlich auch so ein bisschen der Vollender der Reformation, die Luther begonnen hat. Er wollte diese Reformation fortsetzen. Luther hat ja die Bibel ins Deutsche übersetzt, Franke hat sie zum Volksbuch gemacht. In seiner Kansteinischen Bibelanstalt sind diese Bibeln ganz, ganz billig gedruckt worden, sodass diese deutsche Übersetzung überhaupt erst ein Volksbuch im physischen Sinne werden konnte. Und das ist natürlich ganz eng verknüpft mit Frankes Weltsicht, dass er eben gefordert hat, dass man zum Beispiel die Bibel jeden Tag lesen soll. Das hat also alles miteinander zu tun, weil wenn ich das fordere, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass sich auch jeder so ein Buch leisten kann. Ob als Theologen, Waisenvater oder erfolgreichen Geschäftsmann. Es gibt viele Gründe, warum August Hermann Franke auch heute noch ein Vorbild sein kann. Mich persönlich fasziniert besonders dieses Interesse an der Welt, wie er sich ganz detailliert interessiert für die Dinge, wie Menschen in Amerika leben, wie Menschen in Südindien leben oder in Ungarn oder in Polen oder in Russland bis hin nach Sibirien. Also dieses Interesse an den vielfältigen Lebenszusammenhängen auf der ganzen Welt, das fasziniert mich am meisten persönlich. Diese Integration dieser unterschiedlichen Rollen, also einerseits schon knallharter Geschäftsmann, andererseits Waisenvater und immer darauf bedacht, dass es den Ärmsten der Armen gut geht, dass sie ein besseres Leben haben, dass man sie ausbilden muss, dass Bildung sozusagen der Schlüssel ist auch für gesellschaftlichen Aufstieg. Etwas, was wir heute genauso noch unterschreiben könnten und was ja in unserer heutigen Bildungsdiskussion eigentlich genauso wieder aufkommt. Und ich glaube, da können wir uns wirklich an Franke auch ein Vorbild nehmen. Persönlich beeindruckt mich an August Hermann Franke fast nie von Zweifeln geplagter Glaube daran, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass Gott ihn jederzeit unterstützen wird und sein nimmermüder Fleiß. Durch den Mut auf jeden Fall, was Neues zu erschaffen und das auch so groß werden zu lassen. Also er hat ja damit auch sehr viel Erfolg gehabt. Das war ja nicht nur eine Idee, sondern die Umsetzung vor allen Dingen hat ja sehr gut funktioniert bei ihm. Und er hat was sehr Großes aufgebaut, war sehr fleißig, sicherlich auch selbstkritisch in dem, was er getan hat. Überhaupt diese ganzen neuen Ideen, die er reingebracht hat, sind eigentlich sehr bemerkenswert. Also gerade dieser anschauliche Unterricht. Und man muss auch sagen, diesen Sinn für Ästhetik, den er gehabt haben muss, auch so ein schönes Gebäude zu erschaffen. Mit eigentlich ja am Anfang sehr wenigen Mitteln, mit denen er sich ja dann auch durchsetzen musste. Die Kraft für sein Lebenswerk holte sich August Hermann Franke aus dem unendlichen Vorrat der Bibel. Das Vertrauen auf Gott gab ihm auch in schweren Situationen einen festen Halt.